Hallo und gehen zurück zu Towns. So, es geht weiter. Und zwar mit was? Ich habe mir gedacht, ich schaue mir jetzt mal an, wo die meiste Zeit laufen. Und man sieht es eh schön, wo sie die meiste Zeit laufen. Nämlich darunter. Und wir bauen da eine Straße. Weil das ist aktuell der Weg von... Na komm. Von unserer Steinmine, falls man sie so nennen darf, zur Mason Bench oder zur Masonry. Dann geben wir dem mal ein bisschen höhere Priorität, die Straßen zu bauen. Einfach in der Hoffnung, dass der Rest dann auch ein bisschen schneller geht. So, wie schaut's aus mit Essen? Ja, Brot haben wir noch, aber irgendwie... Wird nichts geschlachtet. Naja gut, ist auch fast nichts rum zum Schlachten, von dem her. Kann auch nichts geschlachtet werden. So, und da werden wir sie auch ein bisschen überreden. Und einfach schauen, welchen Weg sie bevorzugt gehen. Wenn wir sie ein bisschen abblocken, haben wir noch genug Stein. Ja, mehr als genug. Wo machen wir unseren Eingang hin? Ich würde sagen, dann daher. Da lasse ich mein Stückchen frei für den Moment. Da überlege ich mir dann noch was. So, jetzt hat man mittlerweile einiges da, was geschlachtet werden könnte. Es wird aber nicht geschlachtet. Ah, Moment. Aha, Schlachten ist ja auch ein eigenes Prioritätsding. Da kommt das mal rauf über Nahrung. Gathering und Harvesting wäre ja, wie ich jetzt mittlerweile zumindest mal sicher weiß, ja, hier das Korn aufklammern und die Früchte, aber Korn liegt genug rum. Was haben wir denn so an Mehl? Eigentlich fast nichts. Könnte man eigentlich zumindest mal noch eine Mühle bauen. So, der Weg ist mal fertig. Da laufen auch viele durch. Bauen wir da auch noch einen. Das beschleunigt schon ungemein. Das lohnt auf jeden Fall. Da laufen auch immer alle noch kreuz und quer. Da müssen wir auch irgendwann Wände reinbauen. Geht ja gar nicht. So, und da wird auch so ungefähr raufgelaufen. Sehr gut. Ah ja, jetzt wird brav geschlachtet. Super. Wie stellen wir es denn ein? Ich würde sagen, Brot ein bisschen weniger. Dafür jetzt Fleisch ein bisschen mehr. Geschlachtet hätte ich gern immer 5. Machen wir es mal so. Passt. So. Stein, noch genug. Oh, jetzt haben wir inzwischen Platz für die Eisenminen. Zumindest mal für 2 oder 3. Das ist echt super viel Eisen. Das ist sehr gut. Können wir auf die da unten bald verzichten. Ist eh die Frage, ob wir es nicht abreißen, weil es ein unnötiger Weg ist, da runter zu gehen. Aber da warte ich vorher, bis die oberirdischen gebaut sind. Bis die unterirdischen gebaut sind. So, dann... Können wir die oberirdischen wegreißen. Ah, einiges an Rüstungen wieder da. Dürfen sich wieder 1, 2 ausrüsten gehen. Da müssen wir echt einmal durchschauen, wem was fehlt. Das wird noch schöne Arbeit. So einen Essraum würde ich auch gerne mal ausbauen. Ja, 1000 Projekte. Towns. Klassisches Spiel für ich habe noch 1000 Sachen vor. Man hat immer 1000 Sachen vor.
Ja, da lohnt sich, glaube ich, der Weg. Super. Die Frage, ob man unterirdisch auch noch Weg bauen, ging ja auch. Zumindest soweit ich weiß, geht das. Schaut mal so aus. Ja, später. Zuerst mal oberirdisch. So. Okay. Ja, Essen liegt mal ein bisschen was rum. Ah ja, fertig geschlachtet. Nichts mehr da an Tieren. Und lässt den Stein liegen. Eh klar. So, die nehmen dann noch eine Abkürzung. Ja, teilweise gehen sie nicht alle den gleichen Weg. Vielleicht hilft's dann, wenn da eine Mauer steht. Zumindest ein Stück. Da fehlen noch Betten. Ja, teilweise noch ein paar Lücken in der Wand. Da sowieso. Ja, aber es fehlt nicht mehr ewig viel. Fraglich, ob es sich in der Folge ausgeht, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber zumindest sollte man es schaffen bis zur Folge 20. Ja, um da auch gleich eine kleine Vorausschau zu geben. Also ich denke, Sinn würde es machen, wenn wir schauen, dass wir bis eben zur Folge 20 spielen. Schauen, wie es dann mit dem nächsten Update ausschaut. 0.45 sollte das ja werden, soweit ich weiß. Fraglich, was da dann alles kommt mit dem Update. Vielleicht schon die Helden, man wird sehen. Würde ich mich sehr darauf freuen, weil das ist ja dann doch ein wichtiger Teil vom Spiel. Und ja, da sind die Safe Games sicher wieder nicht kompatibel. Heißt, ja, jetzt eben bis zur Folge 20 spielen, dann machen wir ein Päuschen, würde ich sagen, und warten eventuell auf die 0.45, außer es reizt mich so sehr weiter zu spielen, dass ich es nicht aushalte. Aber ich glaube, es lohnt dann zu warten. So, wie schaut's aus mit den Minen? Sind die schon fertig? Eine wäre schon fertig. Ist ja schon mal was. Stein habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ja, geht auch langsam zur Neige. Sagen wir da wieder ein bisschen Räume, unterirdische Raumgestaltung vornehmen. So, schauen, dass wir da nirgends uns in einen Dungeon reingraben, ohne dass ich es will. So, jetzt könnte man ja wirklich mal ein bisschen gezielter das angehen und schauen, wen da was fehlt. Sollte man ja hier irgendwo sehen, oder? Also rein optisch hat die Dame alles. Und sie geht sich, glaube ich, auch nicht ausrüsten, von dem her. Aber das kam doch. Wo war das nochmal? Ah ja. Aber da sieht man nur, mit was man sie ausrüsten könnte, oder? Nicht, was sie hat. Unequip, ich schätze mal, da sieht man es. Okay. Die hat eine Steinwaffe und sonst alles aus Eisen. Das passt. Schauen wir da nochmal. Falls wir sie erwischen. Okay, der fehlt noch die Schuhe, oder? Die Hosen. Ja, eigentlich noch. Moment.
bringe das da durcheinander. Hosen und Schuhe, ja. Müsste aber noch was da sein. So, die gehen alle Steinklopfen, gut. Na, was ist denn da im Bett? Ein Schweinchen. Schläft das auch? Ah, ne. Okay, das gehört zu ihm. Die Schlafsprechblase. So. Ja, ich habe schon so ein bisschen Sorgen vor dem nächsten Siege. Also der könnte schon ein bisschen heftiger werden. Dass wir noch keine Leute verloren haben, ist ja fast sogar schon Glück, würde ich sagen. Eigentlich nur mal da Platz. Ja. Ah, 5 Stück, mal nicht schlecht. So, fleißig, fleißig. Haben wir wieder ein bisschen Steinvorrat. Okay, die hat wirklich alles außer einen Steinspeer. Also Eisenwaffen wäre schon auch noch toll. Da fällt es eben noch an den Schuhen. Ja, wird sicher eine nette Arbeit, das alles dann durchzugehen. Wir sind also halb ausgerüstet. Ja, da fällt es auch an den Schuhen. Suchen nämlich jemand, der einen Helm braucht. Ah, perfekt. Perfekt, so. Hosen haben wir keine mehr, oder? All Iron Boots hätten wir sogar noch. Also, Hosen habe ich gesagt. Lex. Ah, doch. Die Frage ist, wo finde ich irgendwo im Dungeon? Ein bisschen ungünstig. Es wäre sicher nicht schlecht, wenn wir so langsam eben uns wirklich Soldaten errichten würden. Also Leute, die voll ausgerüstet sind, die man dann zum Kämpfen schicken kann, gezielt, wenn mal ein Siege kommt oder wenn der nächste Siege kommt, wäre sicher wichtig. Ja, jetzt ist es halt toll, wenn die Mauer dann irgendwann fertig wird, weil dann ist wieder Arbeitszeit frei für andere Dinge. Oh, und da ist Eisen. Gar nie gesehen vorher. Da liegt auch noch Holz. Ja, ja. Okay. Ja. Schlecht läuft's nicht. Könnte natürlich dann teilweise denen, die jetzt nur mit einer Waffe rumlaufen oder so, die Waffe mal wegnehmen und jemanden geben, der Vollausrüstung hat, aber eben noch keine Eisenwaffe. So wie der hier. Und legt sie wohin? Irgendwo. Ja, ich glaube, jetzt trennen wir uns von den Minen, weil sonst laufen die immer da sinnlos da runter. Bringt echt nichts. So, dann hol dir dein Eisenschwert. Ja. Die kommen weg. Da sparen wir uns den Weg daher.
So, der hat noch gar keine Waffe. Der soll sich mal holen. Das, was wir gerade abgelegt haben. Ja, Waffe passt. So, Stadtmauer. Bitte fertig werden. So, da muss ich ein paar Bäume weggeben. Ich sehe das sonst zu wenig. So, die Waffe ist geholt worden. Sehr gut. Ja, Nahrung sollte halbwegs passen, so wie es im Moment läuft, glaube ich, ist das ganz okay. Bisschen mehr so Fleischkuchen wäre gefragt. Vielleicht können wir es ja so umstellen, dass von dem mehr gemacht wird, weil der wäre ein bisschen nahrhafter. Hat immer eher auf 10 Stück. Brot ist voll. Die haben wir auf 3. Das heißt, der hat eh eine relativ hohe Priorität. Mehl wird auch rumliegen. Ja. Wir haben einfach noch zu wenig Kühe und Schweine, so wie es ausschaut. Da braucht es noch ein bisschen mehr. So, da gibt es wieder Eisenschuhe. Sehr gut. Das ist die Frage, wenn da Equip. Achso, okay, da wird nur das aufgelistet, was wirklich gerade gibt. Alles klar. Okay. Jetzt haben wir kurz gedacht, vielleicht nur, wenn es was Besseres gibt oder so. Boah, die werden doch nicht gerade beim Aufräumen sein. Wie kann das sein? Stein gibt's noch. Wieso wird da aufgeräumt? Gute Frage. Naja. Ist auch wichtig. So. Der kommt weg. Da bitte eine Wand. So. Das schmeißen wir auch weg. Gerade beim Holz ist es relativ egal, würde ich sagen. Den Baum schmeiße ich auch mal weg. Wollte nur schauen, ob da dahinter alles passt. Fast fertig. Fehlt nicht mehr viel. Fehlt wirklich nicht mehr viel. Super. Ja, da werden wir uns auf jeden Fall auch einen Weg dann leisten. Oder Stein einfach woanders abbauen. Also Dungeon ist ja dann auch bald fällig, also ich würde fast meinen, das wäre was für die nächste Folge. Was meint ihr? Bisschen Dungeon aufräumen. Schauen wir, dass wir noch zu Waffen kommen. Einfach da ordentliche Bestellung nochmal aufgeben. Ein paar Eisenlangschwerter. Das ist einfach meine Lieblingswaffe. Wurde ja schon mehrfach gerügt dafür, dass ich keine Bögen mache. Aber ich bin einfach bei solchen Spielen ein Nahkampffreund. So, fast geschafft. Nur noch da frei. Da ist die Frage, was machen wir da? Ich lasse für den Moment mal ein Stückchen offen. Dass wir noch alles von draußen holen können an Ressourcen.
Da kommt das Stück und dann haben wir es fast geschafft. Was sagt man dazu? Unsere Stadtmauer ist quasi fertig. Hätte mir nicht gedacht, dass wir es in der Folge noch schaffen. Dann werden wir das zum Anlass nehmen und noch ein paar Wege bauen. Was, wenn wir da, wenn wir schon dabei sind, machen wir die Klinik noch fertig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ab und zu traut sich da, glaube ich, ein Spider nach oben. Weil er ab und zu wieder, ja, Spiders sterben. Oder Hühnchen. Jawohl, so ein paar Blümchen könnten wir uns fast aufbewahren. Vielleicht nicht alles mit Wegen zukleistern. Ja, wäre natürlich jetzt praktisch, wenn jetzt die ganzen Mauern gebaut sind. Ich weiß, da fehlen noch die Innenmauern, aber dann wäre mal genug Zeit, dass sie ein bisschen Waffen herstellen können. Wäre vielleicht eh kein schlechter Moment, wenn wir sie das machen lassen. Und sie können sogar mal ein bisschen aufräumen, was sie eh gerade machen. Ich glaube, wir brauchen noch mehr, so wie es ausschaut, von den Farmen. Wie viel bekommen wir denn da unter? Ein Zaun da dazwischen hin. So, zur Stadtmauer hinten haben wir eines Abstand. Lassen wir das so. Also, brauche ich ja gar nichts. Genau, machen wir es so. Ja, brauchen wir auch noch einen Zaun. Den machen wir einfach mal daher. Ja, passt für den Moment. Später fertig machen. So, da ist auch fertig die Wand. Ja, jetzt gehen sie eben das Holz von da draußen holen. Ist zwar ein bisschen ein Umweg, aber ist schon okay. Das von da unten werden sie dann vermutlich auch noch holen gehen. Ja, gut. Und Waffen, bitte. Na, eh schon wieder ein bisschen was fertig geworden. Möchte ich da hinten rein auch noch welche machen? Ja, passt schon für den Moment. Okay, gut. Ja, dann lassen wir es wieder mal gut sein für die Folge. Einiges geschafft, starten wir alles fertig. Jetzt werden wir uns noch ein paar Waffen zusammen zimmern und dann mal den Dungeon aufräumen, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Freue ich mich schon drauf. Wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Sag bis zum nächsten Mal.
Tschüss, ciao, vierdenk und baba.